So. Ich habe ja meine Kamera wieder. Und kann dann schon wieder nicht springen. Bin gespannt, wie lange das Spiel noch dauert. Da kommt es vor, als hätte ich das schon ewig gespielt. Die 18 Euro oder was das da waren, haben sich definitiv schon rentiert. Ich habe recht viel Unterhaltung mit dem Spiel. Angst. Kann ich da oben lang? Ist da noch was Schönes? Ich möchte noch nicht runter. Oh Gott. Nein, ich kann hier nicht rein. Hier gibt es ja auch gar nichts Interessantes mehr. Ist auch geil. Vielleicht gibt es ja oben noch was, aber ehrlich gesagt, keine Böcke. Ich nehme mal Anlauf. Ich wollte gerade sagen, ich nehme mal Anlauf. Ich habe vergessen zu springen. Oder beziehungsweise ich bin ein Mühe zu spät gesprungen. Ich sag ja, ich bin so schlecht in solchen Spielen, wie man klettern, krabbeln und springen muss. So. Noch ein Versuch. Achso. Ah. Okay, es war gar nicht vorgesehen, dass man da abspringt von dem Ding. Na dann. Hi. Only one way out. Only one way. Gut. Kommst du mit? Hilfst mir? How do you know you're not a patient? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich kann genauso gut ein Patient sein. Andererseits, ich bin mit einem Auto von draußen hergekommen. Das heißt, die Chancen stehen gut, dass ich tatsächlich kein Patient bin. Oh Gott. Ich mag schmale Gänge nicht. Aber das ja auch keine Schleusen sind oder sowas. Da kommt gleich was von draußen. So, was haben wir da? Ach du Scheiße. Muss ich wieder von so einem Brutus ausweichen? Ah, Ernst. Ach, Gott. Na, mal schauen. Ich weiß nicht, wo er danach hinrennt. Ja, ich verstecke mich mal hier drin. Mal gucken. Hallo! Sieht der mich mit seinen kleinen Schweinsäugchen? Äugchen. Das ist ein Schädel. Guckt er hier nach, dann habe ich ein Problem. Nicht an. Mehr als verstecken kann ich nicht. Er ist mich versteckt. Ah. Sieht doch sexy aus. Das sieht so böse aus, finde ich. Mit dem gemacht? Nicht schön. Aber effektiv. Wo ist er denn jetzt raus? Wahrscheinlich da. Nein. Keiner fährt durch. Nein, das geht nicht. Schade. Wiedersehen. Wo soll ich denn lang? Das war auch scheiße. Sagt sie, haha. Ja, ist ja okay. Ich muss ja erstmal wissen, wo es weitergeht. Lass mich rein. Oder auch nicht. Ich möchte mir noch erstmal ein paar Sachen angucken. Der geht da vorne rein. In diesem Raum ist nichts. Den hätte ich mir also zum Beispiel schon mal komplett schenken können. Ja.
Ich muss also praktisch schon von Anfang an hier rein. Soll ich mich hier verstecken? Hier? Da oben kann ich rein. Kann ich da oben rein? Na gut. Nächstes Mal weiß ich's. Gerne, Junge. Geh rein da! Hä? Hallo? Kann ich hier nicht rein? Jetzt. Ich hing so ein bisschen komisch, sag ich mal. Versperrt er mir den Weg? Oh Gott, das geht überall hier hin. Ich will mal nach vorne. Ah. Zum Benutzen. Schubsi. Ja, geh einfach ran. Nein, ich möchte jetzt doch wissen, was da drin ist. Jetzt kommt der reingekrochen. So. Quetsch. Press. Eine Pressmaus. Oder das Ding kollabiert jetzt. Das wäre so blöd. Ich meine, wie viel Gewicht kann das Ding tragen hier? Oh Gott. Was mache ich denn? Das muss ich haben. Ich kann es ja oben lesen. So, nein. Dann geh ich weg. Jetzt ist es Level. So. Billys Träume. Patient William Hope. Hey Cindy! Hatte eine weitere interessante Unterhaltung mit Billy heute Morgen. Er sagte, dass er erneut mit Dr. Wernicke über seine Therapie am Weißen Ort gesprochen hat. Ich bin beunruhigt, dass sich seine Ängste durch die Medikamente nur noch verschlimmert haben. Was aber nicht in der Beschreibung von Benzodiazepin steht. Jedenfalls scheint sein toter Doktorfreund seinen Kopf mit noch mehr deutscher Folkloristik zu füllen. Anscheinend können nur vampirähnliche Falter von Warrider töten. Den Warrider töten. Die von einem Dämon namens Horrorzy, das ist aber nicht sehr deutsch, ausgespuckt werden. Die Falter saugen den Atem aus den Lippen der Menschen und trinken Blut aus ihren Brustwarzen. Sie können auch die Gestalt von abgemagerten, aufrecht laufenden Schweinen oder kranken Hunden annehmen, sie im Nische. Das behauptet Billy jedenfalls. Du hast erzählt, dass Billy schon mal die Tattoos seiner Mutter erwähnt hat. Waren das zufällig Schmetterlinge? Wenn ich mich das nächste Mal außerhalb von Mercury's Firewall befinde, werde ich online nachsehen, ob ich irgendetwas davon in den deutschen Legenden finden kann oder ob sich Billy diesen ganzen Kram nur ausgedacht hat. Würde sehr gerne einmal die Notizen vergleichen. Gerne auch bei einem Glas Wein. Ist ganz schön einsam hier oben auf 2. Kurt. Deutsche Legenden, also ich kenne nur die Nibelungen. Oder die Nibelungen. So. Ist niemand? Oh. Ich versuche da gerade irgendwas. Was ist jetzt auf Tag gerade? Verwaltungsbau. Ist das jetzt nicht der Verwaltungsbau? Hier war ich doch schon mal, oder? Ist das nicht hier, wo ich schon mal war? Hä? Marie? Yes. I'm supposed to tell you. The key to the House of God is in the theater. Behind the light. In the theater, behind the light. You have to see the movie, so that's where I left the card. Okay? Okay. Also der Schlüssel zur Kapelle. Oder House of God wird wahrscheinlich Kapelle sein. Ist im Theater hinter dem Licht oder so. Naja. Herr Lohner und Dr. Matt Rogge. Ich verfüge über wichtige Neuigkeiten. Berlin übrigens.
hinsichtlich der Arbeit von Dr. Rudolf Wernicke an der Entwicklung des morphogenetischen Antriebs, basierend auf den Theorien, die während seines kurzen, doch jedoch unglücklichen Umgangs mit A. Turing entstanden sind. Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, würde ich das nicht glauben, dass es geschehen ist. Aber über das Versprechen der Zellregeneration und der geleiteten Karzinomregenerierung hinaus bin ich davon überzeugt, dass Wernicke mit seiner Methode in die Geisterwelt vorgestoßen ist. Von der anderen Seite ist etwas herübergekommen. Ich habe persönlich eine Erscheinung wahrgenommen. Nur kurz, aber ohne Zweifel. Leiten Sie meine Nachricht mit einer Einladung zu weiteren Experimenten an Dr. Dietrich Eckert weiter. Ich zweifle nicht daran, dass die Führung selbst über unsere Entdeckungen informiert werden sollte. Ich bin überzeugt, dass Dr. Wernickes Erfolg unserer Sache und Deutschland eine große Möglichkeit bietet und es genügend Gründe gibt, ihn von jeglicher Verfolgung fernzuhalten. Mit freundlichen Grüßen und an Ihre Familie. Unterschrift unleserlich. Nein, das sollte jetzt keine Hitler-Sprache darstellen, sondern eigentlich nur... Ah, was habe ich getan? Das ist gut. Sondern einfach nur... einen gewissen Dialekt. Ach, diese Kamera ist toll. Von welcher Firma ist die? Ich muss die auch haben. Wenn ich mir mal eine kaufen sollte, die ist ziemlich gut. Muss man schon sagen. Ja, hier wurde ich da runtergeworfen letztes Mal. Oh. So weit habe ich es schon geschafft. Ich möchte wieder rein. Natürlich nicht. Jetzt habe ich... Ich möchte nicht runter... Eigentlich schon, aber andererseits... Ich weiß es nicht. Für diese Tür ist ein Schlüssel notwendig. Natürlich. Und den gibt's... Achso, wo stand denn das jetzt? Theater, Chapel und so eine Scheiße. Lobby unten, Library unten, Recreation Hall oben, Chapel oben. Also muss ich definitiv nach oben und um da hinzukommen, muss ich erstmal ins Theater. Theater heißt auch Kino, also oder Vorführsaal oder was auch immer. Das heißt, es wird dir wahrscheinlich so eine Art Vorführsaal geben. Für gestresste Menschen. Das wird wahrscheinlich in der Recreation Hall sein. Das ist auch schon sehr kreativ. Oh, ich dachte, er hat sich bewegt und sagt, oh, ich lebe noch. Ich kann leider wenige noch leben. Ich bin mit den Batterien rum, nein. Da. Kann ich da ran? Na dann. Ist noch eine Leiter? Ach, hier geht's ohnehin. Moment, wo komme ich jetzt hier hin? Komm ich jetzt hier? Nee, doch woanders. Wobei, nee. Oder doch? Ich bin gerade verwirrt. Wo bin ich jetzt genau? Was soll ich hier sein? Ach, Leute. Dieses Spiel ist krank. Das ist so wunderschön und wunderkrank. Ich sehe nicht, ob es hier noch weitergeht oder nicht. Das wird hier gleich zu Ende sein. Mir. Okay, ich hüpfe jetzt mal hier runter. Mal gucken, was passiert. Exit. Das klingt gut. Seit wann sind Exit-Ausgänge abgeschlossen? Hi. Kann der überhaupt noch Nahrung zu sich nehmen? Der geht jetzt zu mir und sagt, ich möchte dich auf meinem Klavier spielen lassen. Bin ich denn überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung. Kann nicht gut sein. Sind die nett, oder? Das sieht aus wie ein... Theater. Behind the light. Das muss also da vorne sein, irgendwo. Ist da oben wer? Nein. Oh Gott, ich habe Angst. Der rennt doch hier gerade rum. Der ist doch hier irgendwo! Oh. Ja,
haben, ja klar. Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha, subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866. The hips are real. There was no alteration to the footage at all, no trickery? None. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors? Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. The autopsies? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt, what we believed. The overwhelming fear, ecstatic rage, and English words are insufficient. More than hope. A human mind in that environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed a proximity to death, to overwhelming madness. Only a test subject who had witnessed enough horror was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No. Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to what? Er antwortet nicht. Der Mann klingt wie Dr. Seltsams anämischer Bruder. Es ist eine 25 Jahre alte Tonaufnahme, ein Interview mit Dr. Wernicke. Los Alamos bedeutet Regierung. Wernicke spricht über spontane Blutungen, Tumore, psychosomatische Reaktionen bei bereits verhaltensgestörten Menschen. Er scheint auf einer Gratwanderung zwischen Wissenschaft und Mystik zu sein. Nur eine Versuchsperson, die genug Grauen erlebt hatte, war in der Lage, die Maschine zu aktivieren. Der morphogenetische Antrieb. Der Antrieb, den Film, die sie zeigen. Er setzt sich in meinem Kopf fest wie der Ohrwurm eines Musikstücks. Ich blinzle und sehe Rorschach-Tests? Rorschach-Tests? Was ist das denn? Die wie ausschwärmende Insekten und infizierte Operationswunden aussehen. Die Patienten sprechen davon, den Antrieb zu benutzen, um den Wallrider zu beschwören. Es ist das Summen, ich höre es in meinen Knochen. Was? Sollen wir das auch sagen? Genau. Das heißt, das Vieh wird jetzt hier irgendwo rumrennen und sagen, es freut mich, dass du dir diesen Film angesehen hast. Das ist mein Lieblingsfilm. Fast so gut wie Titanic. Oder so. Titanic. Water. Oh Gott. You have to find Wernicke. On the way. Mach ich. Lebt er denn noch? Muss ja schon 100.000 Jahre alt sein. Okay. Ich möchte jetzt mal wissen, was hier ist, bevor ich hochgehe. Kann man hier durch? Sie haben an dieser Tür gewackelt. Sie werden sterben. Ich drücke immer instinktiv genau das Falsche. Man kann entweder J oder N drücken. Ich drücke immer entweder das eine und dann ist es aber genau immer das andere. Ah. Egal. Fleischfressende Bakterien? Bakterien. Wasch dir schön regelmäßig die Hände. Nekrotisierende Faszitis? Nee, Fasziitis? Wirklich? Verdammt, ich kündige. Nicht schön. Hm, geht's hier auch rein? Kleiner Hintereingang. Nee. Alrighty. Lass mich Filme gucken. Upsa. Ich mache Ram, ich bin hier.
Es passiert, sobald ich das Ding habe, passiert wieder irgendwas. Wetten? Irgendwas explodiert, irgendein geskriptetes Event, irgendwas Böses, noch Böseres. Hi. Und du? Hallo? Mach auf! Ich will da rein! Hallo, ich möchte da rein! Nein, du kommst hier nicht rein. Sagt er. Tja, und dann? Dann gehe ich eben wieder, ja. Hat er jetzt Angst vor mir oder habe ich jetzt gerade Angst vor ihm? Manchmal weiß man bestimmte Sachen nicht. Ah, man sieht das immer so gut. Wie die Kante anfängt und endet und so. Okay, kann man sich einfach nur da lang hangeln. So. Na dann. Shift. Vorwärts sprengen. Yeah. Ach, jetzt hat er aufgemacht. Das ist eine clevere Nummer. Okay, ist nichts mehr. Nehmen wir den Schlüssel. Und jetzt muss ich zurück. Ich gehe hier lang. Ich möchte da nicht runterspringen. Ich weiß nicht, ob der dann sonst stirbt hier oder. Es sind jetzt hier noch bestimmt ganz viele tolle geskriptete Events. So, aber den Rückweg, den mache ich nach dem Cut.